together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Neue Folge, neue Woche. Neue Woche, neue Folge heißt es eigentlich. Und wir haben heute wieder unsere Special-Ausgabe mit der Fanny. Und zwar ist es wieder ein, was ich dir noch sagen wollte. Also die Fanny ist schon wieder da, wie ich gerade gemeint habe. Hallo Fanny. Hallo. Brenda ist natürlich auch wieder da. Hallo. Ich bin auch wieder da. Mein Name ist Christiane. Und unser Gast diese Woche ist der Sepp Schellhorn. Hallo. Hi. Freut uns sehr, dass du da bist. Ganz meinerseits. Eigentlich sind wir da. Eigentlich sind wir da, ja. Weil wir sind heute im Altstadt Wiener. Und es ist sehr schön. Also sehr beeindruckend. Aber jetzt kurz zu dir. Also wer dich nicht kennt, man kann dich ja durchaus schon kennen. Du bist Nationalratsabgeordneter der NEOS. Ja. Dann bist du zudem noch Hotelier, Gastronom, Koch, Kulturförderer, Autor, Herbergsgeber für Flüchtlinge und so weiter und so fort. Du leitest mehrere gastronomische Unternehmen, Restaurant M32, Spoon, dann natürlich Seehof in Goldegg, wo jeder, der dort war, darüber schwärmt, dass man unbedingt hinfahren muss, also auch hier vor Zertin. Rosalm im Skigebiet von Bad Gastein und noch zwei weitere Restaurants im Skigebiet von Sportgastein. Und dann gibt es, das habe ich selber nicht gewusst und das finde ich irrsinnig cool, das Sepp Schellhorn Stipendium. Das ist ein österreichischer Literaturpreis und die Fanny hat vorher gerade gemeint, dass unter anderem die Wea Kaiser, von der ich sehr viel halte, das auch bekommen hat. Also man könnte da, glaube ich, noch sehr, sehr viel aufzählen, was du alles kannst, was du alles bist, was du alles tust. Ich glaube, Preis ist der falsche Literaturpreis. Ist es keiner, es ist eigentlich ein klassisches Stipendium, weil ich den Literaten was zurückgeben will. Insofern, und Literaten sind jene, die am ehesten am Hungertuch in Österreich hängen und eigentlich von der Kulturförderung meistens so mit 500 Euro für einen Laptop abgespeist werden. Und das hat was mit meinem Bild für Kunst und Kultur, für Tourismus zu tun, weil Berge und Seen gibt es auf der ganzen Welt, nur wir ehren viel zu wenig diesen kulturellen Schatz, den wir haben. Und darum kommen 140, oder darum haben wir 140 Millionen Nächtigungen in Österreich. Auch. Aber wir wollen noch nicht so viel dem Thema vorgreifen. Nein, Entschuldigung. Nein, ich wollte das nur einmal sagen. Alles, gut, alles ist auch gut. Ja. Guter Übergang. Was ist denn das Thema, Fanny? Worüber reden wir heute? Ja, nachdem wir in den vergangenen, was ich dir noch sagen wollte, Folgen auch schon von unserem ursprünglichen Konzept abgekommen sind, uns sehr starr an das, was ich dir noch sagen wollte, zu halten, sondern eher unsere Gäste mit einem Thema zu überraschen, haben wir uns im Vorfeld überlegt, worüber wir reden wollen, und natürlich ist es nicht ganz weit hergeholt, über Politik zu reden. Dann hatten wir zuerst die Idee zu sagen, was ich dir noch sagen wollte, neue Bundesregierung, die es ja bekanntlich erstens noch nicht gibt, und selbst wenn man ihnen schon was ausrichtet, ohne dass es die schon gibt, wäre es ja sehr klassisch politisch, was wir ja bisher auch noch nicht gemacht haben. Was wir aber, glaube ich, spannender finden, ist, wie wir schon in der Einleitung von der Christiane gehört haben, dass du zwar Politiker bist, aber noch so viele andere Standbeine hast und so viele andere Dinge, die dein Herz erwärmen und in die du deine sehr spärliche Zeit steckst und wahrscheinlich mit genauso viel Werbe wie in die Politik. Und wir würden gerne darüber reden, was das mit dir macht und was das mit der Politik machen würde, wären mehr Leute nicht nur Berufspolitiker, sondern würden ihren Leidenschaften nachgehen und das dann ins Parlament tragen. Schönes Thema. Und vielleicht auch, was jede Rolle von dir der Politik als an sich sagen würde. Was wird der Hotelier sagen? Was wird der Kunstliebhaber sagen der Politik? Das ist so das Thema. Aber wir fangen immer an eigentlich mit den Questions to go. Und wir haben sehr spannende für dich. Ja. Und die Christiane beginnt. Ich fange gleich mit der ersten. Bist du bereit? Ja. Gut. Buch oder Kindle? Buch. Radio oder Fernsehen? Radio. Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Ratschläge sind immer Schläge, ich verabscheue sie. Als Kind wollte ich werden? Hubschrauberpilot. Welche Qualitäten sind dir bei Leuten wichtig, mit denen du deine Zeit verbringst? Dass sie mir die Zeit geben, dass sie mir die Aufmerksamkeit schenken. Das heißt, nicht mir gegenüber sitzen und ständig aufs Handy starren. Das interessante Gespräche kann man immer finden. Ganz wurscht mit welcher Person und wie, wenn man ungefähr die gleichen Schwingungen hat, dazu gehört Aufmerksamkeit.
Wir werden uns bemühen heute. Das weiß ich schon von vorne. Inspiration hole ich mir durch. Das hat jetzt was mit meinem Beruf zu tun als Hotelier oder als Gastronom, als Koch. Da hole ich mir meistens Inspiration mit klassischer Musik. Andere Dinge, wenn ich am Rad sitze und eigentlich abschalten kann, dann kann ich am besten nachdenken. Mhm. Beim Autofahren, wenn ich nicht im Zug fahre oder wenn ich im Zug fahre und dann habe ich halt den Kopfhörer auf, habe ich eigentlich nicht so die Zeit, mir Inspiration zu holen, weil erstens, da höre ich Podcasts, so wie Milch und Zucker oder andere Dinge und das interessiert mich. Also da schalte ich eher ab und lasse das beiläufig an mir vorbeilaufen. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Mit einer Langspielplatte. Prärieauster oder Hecht? Prärieauster. Großstadt oder Einsaminsel? Sowohl als auch, genauso wie Berg und See. Also so, ich brauche die Abwechslung. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Schokolade. Echt? Das ist das nie gesagt, du, hätte ich nie gedacht, dass du das sagst. Es ist immer bei mir eine Tafel Schokolade im Kühlschrank. Und wenn, hast du das schon mal, wenn du Skifahren warst und du kaufst irgendwo eine Tafel Schokolade und du legst es dann in den Schnee? Das, es gibt harte Schokolade. Ich tue es sogar im Gefrierfach. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du Schokolade sagst. Ich habe dich auch noch nie Schokolade essen gesehen, glaube ich. Ja, aber ich bin ja so ein Frustfresser, weißt du, und dann brauche ich ein bisschen Schokolade. Ja, habe ich dich noch nie im Frust gesehen. Wenn du einen Tag Bundeskanzler sein könntest, was würdest du sofort verändern? Ich würde sofort den Abschiebestopp einführen für Lehrlinge in der Ausbildung bzw. für Asylwerber, die im Verfahren sind. Die blödeste App auf deinem Handy? Bubble. Was lernst du da? Spanisch. Danke sagen möchte ich? Sage ich viel zu wenig. All jene, die mich ständig tagtäglich unterstützen. Das sind meine Mitarbeiter, ohne die ich nichts wäre. Und das sind die Mitarbeiter im profanen Berufsleben, aber auch in der Politik. Also mit den Questions zu groß sind wir jetzt durch. Ich glaube, wir haben ein paar Fragen. Womit fangen wir am besten an? Prärieaustern, glaube ich. Was ist das? Eine Prärieauster. Also ich bin ja Koch eigentlich. Oder ich habe nie so richtig kochen gelernt. Ich hatte einfach Hotelfachschule und bin dann immer durchgefallen in Maschinenschreiben und Stenografie und Kochen. Und habe dann irgendwann einmal später angefangen und ich bin leidenschaftlicher Koch. Also das ist auch eine Abwechslung zur Politik. Mhm. Und in der Positionierung unseres Betriebes in Goldegg haben wir irgendwie auch geschaut, dass wir sehr regional kochen, dass der Umkreis passt und dazu noch Innereien. Und da haben wir immer ein Hirn, Herz und Hoden-Happening, sagt man, oder ein Gichtmenü. Nur Hoden darf man in Österreich nicht verkaufen. Weil die im Index stehen. Das hat eine alte Tradition. Und darum braucht man andere Begriffe. Die stehen zwar nicht auf der Karte, aber dann kommt der Mitarbeiter und sagt, wir hätten halt weiße Nierndeln, Prärieaustern oder Herbstschnitzel. Und das sind Hoden. Also wenn man es anders nennt, ist es dann doch okay? Genau, das ist dann wurscht. Ja, wir kommen in Österreich, oder? Ja, genau. Wir kommen in Österreich, aber ich meine, wir verkaufen es. Und die Leute lieben es. Wie andere Innereien. Wie bereitet man das zu? Wie wird das? Das kannst du backen. Mhm. Schmeckt dann so ähnlich wie eine gebackene Kalbsleber. Mhm. In Scheiben oder so. Du kannst das mit einer Weißweinsauce, Zwiebel und Gurkel machen. Also kurz rösten und dann in der Weißwein-Zwiebelsauce, Zwiebel-Gurkelsauce. Oder so ein anderer Begriff, ein Torero-Gulasch. Also ein Hoden-Gulasch. Aber fand ich doch nicht so, du hast es auch gesehen bei Kitchen Impossible. Ja, eh. Da hat es aber nicht gegeben. In der ersten Staffel haben sie es. Also der Ritchie Rauch, beim Ritchie Rauch, genau. Ja. Ich meine, du bist ja Hotelier, Gastronom, Koch in erster Linie gewesen und dann in die Politik gegangen. Ja. Ist es eigentlich schwierig, dass Leute dann immer irgendwann kommen und sagen, sag mal, hast du ein gutes Rezept für das oder wie mache ich am besten diese Speise? Dass man das so vermischt? Ja, ständig. Also, ist das nervig? Nein. Das macht mir Spaß. Erst kürzlich hat eine Journalistin, die hat gesagt, sie hat heute Freundinnen, also sie hat morgen Freundinnen, was soll sie kochen? Mhm.
bei Insta hat es mir die Nachricht geschickt und ich habe dann natürlich gefragt, diese drei Freundinnen essen alle Fleisch und Fisch oder haben wir eine Veganerin dabei, eine ungesunde oder sonstige. Dann hat sie mir natürlich auch gesagt, also eine Vegetarierin ist dabei und so. Und dann denke ich schon nach und sage dann Schwierigkeitsgrad, Zeitaufwand und dann denke ich nach, was kann ich jetzt für ein Rezept schicken oder so. Und dann schicke ich meistens, habe ich Suppen geschickt, Kaffeeol und so. Und dann geht man in die Tiefe und sagt, ui, das ist schwierig und so, wie mache ich das? Mhm. Und dann muss ich wieder nachhelfen und das mache ich so nebenbei. Das macht mir auch Spaß. Oder die Kochlehre nebenbei für... Nein, das ist ja keine Lehre, das sind ja einfach nur gute Tipps. Ja. So, ja, ich glaube, wir sollten viel mehr kochen. Es sollte viel mehr gekocht werden. Vor allem gemeinsam gekocht. Ja, genau. Das ist auch für mich eine Form von kultureller Auseinandersetzung. Mhm. Auch gemeinsam kochen? Ja, das tue ich wahnsinnig gern. Da müssen wir jetzt live auf Sendung sagen, dass du mich mal in deine Küche lässt. Ich lade dich herzlich ein, privat mit mir zu kochen. Sehr gut. Ja? Wir werden das bis jetzt begleiten. Dürfen wir dann testen? Ja, sehr gerne. Ja? Cool. Plan. Danke. Kommst du mal im Dezember jetzt? Ah ja, da kommst du jetzt zweimal im Dezember. Ja, dann machen wir das. Mhm. Ja, ich finde, also wir haben aber wir sagen es nicht den anderen, das ist so wie meine ganze Privatküche, dann kochen wir. Ja, genau. Also wir haben jetzt in der letzten Zeit mehrere Folgen über das Kochen gehabt. Mhm. Und ich finde es total schön, über das Kochen zu reden. Mhm. Und ich mag es, wenn Leute gerne über Essen reden. Mhm. Weil ich finde, es ist auch so was, was man so teilen kann, mhm, was man versteht irgendwie. Ja, vor allem Kochen nicht nur als Mittel zum Zweck, weil Kochen, weil ich habe Hunger, sondern Kochen, weil ich will jetzt mein Hirn abschalten oder ich will jetzt irgendwie kreativ sein oder ich will was Neues ausprobieren oder ja, eher in die Richtung. Richtig. Die meditativste Arbeit bei mir ist Risotto rühren. Wie lang? 18 Minuten, 17,5 Minuten eigentlich. Also das sind Blut, die 18 Minuten? Oder stoppst Nein, du die Zeit? Nein, ich schaue schon. Also, ich habe ja das, wie ich 18 war, in Italien gekocht und das war einfach, habe ich einmal ein Risotto, in der Regel gehört 17,5 Minuten, nur der hat dann gesagt, wie lange rührst du schon? Also mein damaliger Küchenchef, leider war es keine Chefin, aber ein Küchenchef, und der hat dann, ich habe dann gesagt, 18 Minuten, und dann gesagt, schmeiß weg, fang, naja. Aber das kommt auch ein bisschen auf den Herd an, muss ich sagen, weil ich bin ja sehr indoktriniert von deinen 18 Minuten, aber mit so einem schönen Elektroherd bei mir daheim. Es ist wurscht. Nein, es kommt darauf an, ist der Fond, mit dem du aufgießt, heiß? Natürlich ist der heiß. Du musst ja fast kochen. Dann geht es ja genau. Ja, genau. Ist italienisch deine Lieblingsküche? Nein, das ist stimmungsmäßig. Okay. Das ist völlig verschieden. Also ich liebe vor allem einfache Küche. Ich liebe einen gebratenen Fisch im Süden in irgendeiner so einer Fischbude, mhm, oder Risotto oder Nudeln. Aber ich bin nicht so der Typ, der so eine Laubsäge arbeiten am Teller und dann Insta-Foto, wo dann der runde Teller da ist und oben ist es so Kanten aufgebrochen und so. Enrico Talente-Shows, die mag ich nicht. Ich muss wieder Tim Metzger zitieren. Ist das beste Essen, was jemand anderer kocht? Nein. Warum? Weil er sagt, das Beste, zum Beispiel das beste Butterbrot, ist das, was ein anderer macht. Nein. Es hilft aber das beste Rezept nicht. Das hat der Cipriani, also Harris Bar in Venedig, legendär. Mhm. Dann habe ich auch ein besonderes Erlebnis dort gehabt. Ich war nur als Gast dort, aber der hat ein Kochbuch und das Vorwort sagt, es hilft hier das beste Rezept nicht, was da drinnen steht. Das beste Rezept ist, du musst die Menschen lieben, für die du kochst. Mhm. Und dann ist alles wurscht. Mhm. Und das stimmt wirklich. Und das sind so psychologische Themen, wenn eine Küchenmannschaft, also eine Profimannschaft in der Küche, mhm, wie die arbeitet und dass da keine Namen fallen dürfen, wer da draußen sitzt, ist ein Promi oder ist ein Arschloch, kann man, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das färbt total auf die Mannschaft ab. Also okay, du musst immer die Gäste mögen. Mhm. Und wenn du positives Feedback kriegst von draußen, vom Service in die Küche, mhm, dann wirst du immer motiviert und sagst, geile Leute, mhm, heute läuft super. Und dann rennt es auch, wie nennt man das, Butter auf Brot. Und wo glaubst du, ist der Ton härter, in der Politik oder in der Küche? Auf alle Fälle in der Politik. Ist es auch ein Schock, den man hat, wenn man in die Politik geht und man denkt, eigentlich der Ton muss das nicht sein? Ja, also der Ton, wie ich 18 war, war der Ton noch viel härter, mhm, in der Küche. Mhm. Das hat sich total geändert. Also das, weil erstens der viel besprochene Fachkräftemangel, also du musst schauen, dass deine Mitarbeiter motiviert sind. Du bist faktisch Motivationstrainer, du bist, mhm, wie ein Fußballtrainer, der sie auch mit positiven Eigenschaften beseelt und so. Also das in der Küche gibt es das nicht mehr so, ganz wenige. Und wenn, dann ist es entweder ein Masochist, der da noch mitarbeitet, oder er geht woanders hin.
In der Politik ist es sehr mannigfaltig, weil da eher der Ton im Umfeld, die Wolke ist, die Blase, das Twitter-Phänomen, das ich jetzt in der letzten Zeit immer feststelle, wo sich immer mehr davon abwenden. Und meistens sind die, die einmal mit einer richtigen Hasswolke da hineingeprescht sind und jetzt frustriert sind, weil sie nicht mehr so gehört werden oder weil ihnen der Hass entgegenprallt. Aber der Ton ist schon in der Politik viel härter. Naja, vor allem, weil man sich in der Politik auch nichts ins Gesicht zeigt, sondern eben ausrichtet, oder? Ja, ausrichten, also direkt ausrichten tut man sich ja auf Twitter. Ja, aber ist das direkt ausgerichtet? Weiß ich auch nicht. Ja. Es fällt immer eine Scheibe dazwischen, ja, man genau. muss niemanden ins Gesicht sagen. Und ja. in der Kuchel, wenn du das sagst, dann musst du das ins Gesicht sagen. Und dann musst du mit den Konsequenzen rechnen. Das ist ja genau der Unterschied, warum das in der Politik so schier ist, weil du halt 37 Plattformen hast, die du dir dazwischen schalten kannst, bevor du grauslig wirst und nicht den... nicht gar nicht so ernst meinen musst, weil es ja immer mittelbar ist und nicht unmittelbar. Also wenn ich jetzt die Plenararbeit so betrachte als Politiker und wenn du, kann mich noch genau erinnern, ich bin ja 2014 nachgefolgt, wie die Angelika Mlina nach Brüssel gegangen ist und 2013 ist damals unsere Partei das erste Mal eingezogen und ich bin zu Hause gesessen am Hometrainer, habe mir das im Fernsehen angeschaut, so Diskussionen und da waren ja, du hörst ja dann nur die Sprecherin, den, die Politikerin, die da unten redet. Du hast nichts von den Richtmikrofonen mitbekommen und ich habe mir gedacht, das ist eh easy. Dann kommst du, früher habe ich immer auch die andere Position gehabt, ich bin nicht in ein Loch hinuntergegangen, sondern als Interessenspolitiker für die Hotellerie, für den Tourismus, gehst du auf einem Podest hinauf. Das ist ungefähr wie in der Kirche, wie früher der Pfarrer auf die Kanzel gestiegen ist, da hat auch jeder nach oben geschaut, da kannst du wieder zurückreden. So geht der nach unten ins Loch in der Politik. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich hatte damals einen Anzug an, so haben wir gedacht, ganz hip, ein bisschen zu kurz, fast schon so Aqua-Alter-Hosen. Und die hatten nicht Rücksicht genommen auf mich. Bei der ersten Rede nimmt man eigentlich normal Rücksicht. Sie haben schon gewusst, warum sie nicht auf mich Rücksicht nehmen müssen, weil ich habe ja immer gegen die Wirtschaftskammer gewettert und so. Und da ging es mir echt schlecht, weil du das bei den Richtmikrofonen nicht gehört hast, die Zwischenrufe. Und die prallten dann auf mich rein und da ist eigentlich das einzige Konzept, und das meine ich mit der Brutalität und mit dem Ton, das einzige Konzept der anderen 182 Abgeordneten oder einem Teil davon ist ja, dich aus dem Konzept zu bringen. Es ist vielleicht auch so, dass, weil in der Politik, wenn es dir jetzt die Zwischenrufe entgegenhalten, es gibt quasi keine Konsequenzen. Es gibt die Ordnungsrufe, die so, ja, die gibt es halt, aber das interessiert halt auch niemanden. In der Küche gibt es halt vermutlich schon Konsequenzen. Es gibt überall Konsequenzen, nur in der Politik gibt es meistens keine Konsequenz, weil keiner für irgendwas verantwortlich ist. Es ist zwar, das hat ja irgendein Minister mal gesagt, es ist jeder für was zuständig, aber keiner für was verantwortlich. Du hast einen Immunitätsstatus, den kann man jetzt gut oder schlecht heißen, aber du hast auch keine Penalen und zumindest die Würde des Hauses, wie es immer wieder auch von den Parlamentspräsidenten, vor allem diese hochgeschätzte Präsidentin Burres, die das auch hoch hält und selber auch so agiert, die Würde des Hauses hochzuhalten, würde nach sich ziehen, dass es hier auch Penalen geben müsste. Du hast dann die erste Rede gehalten und bist dann von dem Podium weggegangen und hast du gedacht, ihr seid ja alle irgendwie ganz normal? Nein, ich habe mich geschämt für mich selber. Also okay. Ich habe nicht... Das hängt ja auch von dir selber. Das habe ich erst mit der Zeit gelernt, ab ungefähr 25. Lebensjahr irgendwie, ich muss zuerst an mir selber arbeiten. Also nicht die Schuld bei meinem anderen zu suchen, sondern zuerst einmal, was ist mein Beitrag dazu? Und mein Beitrag war wahrscheinlich auch eine Verunsicherung, keine stabile Ausrichtung, nicht gut vorbereitet, locker, sie dachte, das mache ich schon mit links, wie ich das immer mit links mache. Und ja. Ich wollte eigentlich darauf, dass du dann vom Podium weggehst. Und ja, dann irgendwie offline in die Gesichter der Leute schaust, also jetzt nicht mehr am Podium, juckt es dann nicht irgendwann zu sagen, so, kannst du nicht einfach mal ruhig sein, wenn ich rede? Weil das dann, habe ich das Bedürfnis, denen das zu sagen? Das lernst du erst mit der Zeit. Ich habe einen großartigen Buddy gehabt in der Zeit, das war der Nico Alm. Wir haben uns dann ja einen Spaß auch draus gemacht. Also, bist du ein Reinrufer? Ab und an. Wenn es sehr ärgerlich ist. Na, bei der FPÖ war es immer. Aber was ruft man da so? Ja, je nachdem, was rennt. Ne? Also es hat ja einen gegeben, der aus Niederösterreich, der sitzt jetzt nicht mehr drin, und der hat immer von den Höhlenmenschen so gesprochen. Könnt ihr euch einen erinnern? Und der war ein Reinrufer auch.
und er saß, der Gang war Gott sei Dank zwischen uns. Und mein einziger Satz immer, damit er dann eine Ruhe gibt, war immer, der hat ständig eingegriffen, bei jedem, von Dr. Gries und überall. Und dann habe ich gesagt, hast du vielleicht wieder einen Ladentipp gefunden oder was? Und dann war er Ruhe. Die schreie dann immer. Aber ja, das sind so kleine Anekdoten. Das wäre eine eigene Sendung. Ja. Aber wie ist das in den Ausschüssen auch so? Ist das da auch so brutal? Nein, wie die sind Show, ja nicht öffentlich. Sehen? Das ist ja eine Show. Aber ich verstehe die Show nicht. Weil okay, dann rufen Leute rein, aber als Zuschauer hört man sowieso nicht. Ja. Man hört nur eigentlich, dass sich die Leute total ungut benehmen. Es kann schon sein, dass du wen reizt, der dann, so wie man das jetzt mit dem Zange erlebt hat, der dann die SPÖ-Fraktion als S-Beideln beschimpft hat, das kommt halt dann viral oder auf den YouTube-Kanälen wird es auf und auf gespielt. Mhm. Also das hat mit dieser Provokation auch was zu tun. Mhm. Aber ja. Im Gegensatz muss ich schon sagen, wenn du jetzt unsere Parlamentsdiskussionen oder Plenardiskussionen vergleichst mit denen im Deutschen Bundestag, das sind nicht Welten dazwischen, sondern Galaxien. Vom Niveau und von der Kompetenz. Ich meine, das ist jetzt ein Exkurs, aber mein Eindruck als Hobbybeobachterin der deutschen Politikszene und berufliche Beobachterin der österreichischen Politikszene ist generell in der Politik- und Medienlandschaft zwischen Deutschland und Österreich Galaxien. Ja. Also das ist einfach alles subjektiver Eindruck. 10-mal mehr ernst zu nehmen in Deutschland. Ich schaue mir wahnsinnig gerne diese ganzen Talkshows, Maischberger und so an, und da sitzt halt immer jemand von jeder Fraktion, und jetzt bin ich gerade, ich glaube, nicht in den Verdacht, irgendwie nach rechts Sympathisantin zu sein, aber ich kann sowohl jemanden von der CSU und teilweise sogar jemanden von der AfD zugestehen, dass die in sich schlüssige Argumente vorbringen. Also das sind inhaltliche Debatten, die da geführt werden. Das kann ich jetzt mögen oder nicht mögen, was die sagen. Aber ich kann ihnen zugestehen, dass sie gerade ernsthaft daran interessiert sind, ein Argument zu machen und nicht nur sich gegenseitig ins Wadel zu beißen. Wohingegen, wenn ich mir im Zentrum anschaue, ist es noch nie passiert, dass dort irgendeine qualifizierte oder inspirierende oder mich nachher irgendwie schlauer dastehen lassende Diskussion passiert, sondern man will einfach nur den anderen schlecht machen. Und das wäre mein subjektiver Eindruck der österreichischen versus deutschen Politikszene. Obwohl die deutschen Medien auch sagen, dass seit dem Eindruck der AfD das in Deutschland auch schlechter geworden ist. Es hat schon ein anderes Niveau. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das am Klischee der Deutschen generell liegt, dass die halt einfach ordentlicher sind und Dinge ordentlich machen wollen, oder an der Größe oder daran, dass es halt ein bisschen wichtiger ist, was in der deutschen Politik entschieden wird, als was in der österreichischen Politik entschieden wird. Ja, das stimmt schon. Also das ist, das sehe ich auch so. Wobei ich dann auch immer wieder erstaunt bin, mir ist es ja wichtig, frei zu sprechen. Und im Deutschen Bundestag sprechen relativ wenige Abgeordnete frei, sondern sie haben einfach ein schlüssiges Redekonzept verschriftlicht. Das ist auch eine Möglichkeit, an der muss ich noch arbeiten. Ich würde es aber schon eher so sehen, dass wenn man frei spricht, dass da vielleicht auch mehr Leidenschaft dahinter ist oder dass da mehr Emotionen dahinter sind, als wenn das wirklich verschriftlicht. Das stimmt. Was dann ja die Botschaft eher rüberbringt, glaube ich. Ja, und das Prinzip ist ja eigentlich, dass du es nicht hochwissenschaftlich machst, sondern so Sätze mit 5 Wörtern ganz einfach verdeutlichst oder artikulierst, die einfache Sprache zu sprechen. Dann kommt es am besten, aber das gelingt mir, weil ich bin ein einfacher Mensch. Ja. Also ich muss sagen, ich hab heute mal darüber nachgedacht, über welche Rede ich gerne mit dir reden würde. Und die mir am meisten im Kopf geblieben ist, war die Rede zu dem Holocaust-Überlebenden. Wie die verschandelt worden sind. Ja. Weil ich auch das Gefühl gehabt habe, wie du das gesagt hast, mir gesagt hast, es hat niemand vor mir was gesagt dazu, und das gehört gesagt. Mhm. Dass es auch irgendwie so ein bisschen ein Aha-Moment im Saal war. Dass da dann ruhig war, und dann auch, das war, finde ich, total wichtig, das zu sagen. Das war, und ich war damals der letzte Redner überhaupt. Ne? Also das hat mich selber verwundert, dass keiner irgendwas dazu gesagt hat. Warum glaubst du, war das so? Weiß ich nicht. Waren alle mit was anderem beschäftigt? Ja. Kann ich kann den nicht so in die anderen hineinfühlen. Mhm. Ich hätte mir es damals von der Bundesregierung erwartet. Ich meine, du warst ja auch in dieser ganzen Flüchtlingsgeschichte 2015, hast du ja auch irgendwie den ersten Schritt gemacht in Österreich, großen, und gesagt, ich nehme jetzt in mein Haus Flüchtlinge auf, wo das noch gar nicht ein Thema war.
Das war recht eine witzige Situation, weil da auch mein Freund, der Nicke Scherer, keinen großen Anteil dabei hatte. Wir haben alle noch diese Bilder im Kopf, wo zum Beispiel in Salzburg gab es diesen großen Polizeisportplatz, wo Zelte aufgestellt wurden, die unter Wasser standen etc. Und wir oder die österreichische Politik gelähmt war, was machen wir, wo bringen wir sie jetzt unter, bauen wir jetzt ganz schnell Heime für diese Suchenden bzw. die in Not geratenen, die zu uns geflüchtet sind. Und damals gab es den freiheitlichen Rosenkranz, der uns da, ihr Bobos und ihr seid sowieso und ihr könnt sowieso nur gescheit reden. Und der Scherak stoßt mich so und sagt, du hast doch eher, hast du kein Mitarbeiterhaus? Und dann habe ich gesagt, ja, freilich habe ich ein Mitarbeiterhaus, das ist im Sommer. Und ich bin dann runter und habe gesagt, ich mache jetzt mein Mitarbeiterhaus auf für 36 Mann und ab morgen können die einziehen. Und wer von euch da herinnen von den 182 anderen tut es mir nach? Wie viele waren es? Weiß ich nicht, keiner hat irgendwie, aber das war vielleicht einer meiner besten, auf die bin ich heute noch stolz. Und dann haben wir das dann mit meinen Mitarbeitern auch so gemacht. Das war ganz brutal damals. Wir haben mussten zuerst ein Gewerbe anmelden, weil ich ja einen geringen Anteil bekam. Also das konnte ja nicht so. Dann hat man sich das vom Brandschutz angeschaut und dann wurden sie geliefert. Ich betone noch einmal, geliefert. Wir liefern morgen, haben sie gesagt. Wie so 10 Kisten Bier abgeliefert werden. Es sind dann 36 Männer, Pakistani, Afghanen, Iraki, Syrer und 2 Somali waren dabei, hergebracht worden in einem desolaten Zustand. Ein Plastiksackerl haben sie in der Hand gehabt, wo sie irgendwas drinnen gehabt haben, entweder ein Handtuch oder sonst irgendwas. Und dadurch, dass ich im Tourismus bin und schon seit 25 Jahren eine Tradition habe mit afghanischen Flüchtlingen. Also es ist ja nicht so, dass die erst seit 2015 zu uns kommen, sie kommen ja schon viel länger zu uns. Da habe ich das Glück gehabt, dass ich alle ehemaligen Mitarbeiter, die deren Sprache sprachen oder sprechen, gewinnen konnte, dass sie mir übersetzen. Weil da kannten nur ein bisschen Englisch und so. Und wir haben dann in Farsi, in allen möglichen Sprachen, haben uns dann ausgetauscht, haben wir mal organisiert, was brauchen die. Und dann haben wir, und das war auch ein wichtiger Punkt, weil die Caritas, die ist erst dann 3 Tage später gekommen, nachdem sie geliefert wurden, und gesagt, es reicht aber, also in den Anforderungen steht eine Stunde Deutsch, Kurs in der Woche und das reicht. Wir sind so überfordert, wir haben keinen Deutschlehrer, ihr müsst euch selber organisieren. Und wir haben dann mit Hilfe von Freiwilligen Deutschkurse organisiert. Und diese Deutschkurse konnten wir 4 Tage in der Woche zu 2 Stunden ausrichten und das war schon mal Beschäftigung. Mhm. Und dann, nach dem Ramadan, haben wir begonnen, sie in Koch- und Kellnerhilfskräften auszubilden. Da war der Roland Drettl dabei, der Roland Dolschek, Service und Küche, und das haben wir geschafft. Und von diesen 36 machten 32 diese Ausbildung mit, weil es auch eine Beschäftigung war. Mhm. Immerhin sind 16 im Tourismus geblieben, sofort. Und haben die schon begonnen? Entschuldigung. Hm? Die haben auch abgeschlossen und sind. Nein, haben sind keine Lehre gemacht. Eine Hilfsausbildung und die meisten kochen jetzt oder kellnern oder irgendwas. Aber die sind auch nicht betroffen von. Nein, die haben ja sofort. Ich weiß nicht, ob wer jetzt abgeschoben wurde von den anderen, aber ich weiß, dass diese 16 arbeiten und die meisten haben damals also sofort auch einen Status bekommen. Das war damals ja. Leichter als jetzt vielleicht. Ja, mit 2017 hat es sich dramatisch geändert. Und natürlich auch also die Verfahrensdauer, die Verfahrenslänge. Und die am Anfang gleich mal dran gekommen sind, bei denen ist es leichter gegangen. Und jetzt sind auch viele extra aufs Land gegangen, weil sie gewusst haben, es geht schneller dort als in Großstädten. Und du hast auch gesagt, wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst, würdest du sofort den Abschiebestopp machen. Wenn ich für einen Tag Bundeskanzler bin, das kann man heute, weil jetzt ist im Moment diese politische Situation, dass ich letzte Woche, wo ich mit der Steffi Crisper beim Innenminister beschern war, und 4 Parteien von 5, schwer zu erraten, wer dagegen war, 4 Parteien haben sich darauf geeinigt, dass jene 816 vorwiegend männlichen Asylwerber, die eine Lehre oder in Ausbildung stecken, nicht mehr abgeschoben werden, die Lehre fertig machen können mit einer Lehrabschlussprüfung und danach sozusagen derzeitigen Fall abgeschoben werden. 4 Parteien haben sich darauf geeinigt. Nur das tritt erst mit Dezember in Kraft und
jetzt werden viele noch abgeschoben. Heute ist leider wieder ein Hussein, der am Freitag in Schladming von der Diakonie abgeholt wurde, der dort eine Lehre machte. Und dann haben sie heute in den Flieger gesteckt und da weggeschickt. Und ich bekomme jetzt täglich solche Mails, wir sollten helfen, ob ich was machen kann, weil sein Lehrling hat den negativen Bescheid und muss innerhalb von 14 Tagen das Land verlassen, freiwillig oder sonst wieder abgeschoben. Und das finde ich einfach ein Wahnsinn. Also wie ein anderer Kochlehrling in Salzburg, der nicht bei mir gelernt hat, aber woanders in einem Hotel, hat die Lehrabschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. Am nächsten Tag kriegt er den negativen Bescheid, dass er 14 Tage Zeit hat, das Land zu verlassen. Was tut er? Er taucht ab, geht nach Frankreich und jetzt kocht er bei einem der bekanntesten französischen Köche. Das ist erstens völlig daneben bei uns. Und da drüben freut sie sich, weil wir den da ausgebildet haben und der kann da drüben super arbeiten. Und zahlt natürlich auch super Steuern. Ja, überall zahlt er Steuern, sobald er arbeitet. Bei uns halt nicht. Überall zahlt man Steuern, sobald man arbeitet. Eben, das ist ich finde es ein wichtiges Argument auch zu sagen. Ich meine, dass wenn Leute schon ausgeben. Er fällt dem System nicht zur Last, er trägt was bei. Aber was ist da das Argument von der FPÖ? Wir haben alle die Worte des, oder den Satz des Herrn Kickl im Ohr, glaube ich, Asyl à la carte. So zynisch hat er es sozusagen gebraucht, dass er das Argument der FPÖ ist, die missbrauchen die Lehre, um einen Status zu bekommen. Um ein Bleiberecht zu bekommen. Ist ja nicht so, dass wir es nicht auch brauchen würden. Wir brauchen, also in Österreich braucht man generell, nicht nur im Tourismus, auch in der Pflege, in allen Bereichen, wir haben 160.000 Fachkräfte zu wenig. Das ist ja von Lisa diese Frage. Entschuldigung. Weil das ist ja, nein, überhaupt keine Frage. Ja, das ist, weil ich glaube, auch wenn man sehr Politik interessiert ist, man hört sehr oft von dem Fachkräftemangel, aber wenn man, glaube ich, in Wien ist oder so im städtischen Bereich, kriegt man das auch nicht mit. Und denkt sich, naja, also kriege ich nicht so der welchen Anruf und kochen tut man auch mal was, wenn ich irgendwo hingehe. Also ich glaube, man sieht das nicht so. Ja, das sieht man nicht, aber du merkst es überall. Also ich gebe ein Beispiel, im Hotel musst du ja dann immer wieder renovieren oder neue Möbel anschaffen oder sonst irgendwas. Und wir haben das immer so gehandhabt, dass wir unseren Tischler irgendwie, wenn wir gewusst haben, die Saison läuft halbwegs gut, dann musst du steuerlich ausnutzen und sagen, hey, im Herbst machen wir das. Da haben wir wieder ein bisschen was Reparaturaufwand, ist immer cool. Es ist so, du rufst dann den Tischler an und dann sagt er, ja, sicher nicht. Wenn du Glück hast, komme ich nächstes Jahr im Herbst. Sag ich, warum? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was nicht zahlt? Nein, ich habe keine Mitarbeiter. Ich habe runterdimensionieren müssen, weil die haben wir so Partien, nennt man es. Und zwei Partien sind immer vollständig geworden. Jetzt hat er die auf eine zusammengeschraubt. Jetzt geht ihm natürlich eins ab. Und da gibt es eine Umfrage bei 160.000 Fachkräften zu wenig. Sagen 70% der KMU, sie haben dadurch Umsatzeinbußen. Natürlich merkst du es nicht, aber du merkst es in allen Bereichen. Und im Tourismus ist es jetzt so, dass das merkt man zum Beispiel in der Stadt Wien. Warum haben die meisten Wiener Wirtshäuser am Wochenende zu? Weil es keinen mehr am Wochenende das Arbeiten gefreut, weil oder arbeiten mag. Und weil sie zu wenig Mitarbeiter haben. Das ist ein touristisches Phänomen, dass die Freizeitgesellschaft immer größer wird. Immer mehr Menschen in dieser Stadt sind touristisch oder sonst irgendwie Freizeit gepolt und haben mehr Freizeit und die Dienstleistungsgesellschaft wird immer geringer, auch in der Pflege, überall. Mit dem müssen wir umgehen lernen, weil gerade in der Dienstleistung die Roboter relativ wenig ausrichten. Zynische Zungen oder Leute aus anderen Parteien würden jetzt sagen, naja, weil die Leute auch zu wenig Zeit kriegen, genau in den Berufen. Das kann ich da jetzt, und jetzt spreche ich mal ein ganz ernstes Wort und ein gerades Wort. Ich möchte nur sagen, das ist nicht meine Meinung. Nein, das ist, mit dem sind wir ja immer wieder konfrontiert. Aber in all meinen Bereichen, also ich habe ja einen Betrieb in der Stadt Salzburg und das kann man jetzt städtisch nennen oder sagen wir, es ist ein Weltdorf, aber es hat trotzdem was mit der Stadt zu tun. Ein Küchenchef 6.000 Euro, ein Chef de Rose, der Zahlkellner ist 2.950. Das sind doch gute Löhne. Und ich verwende nie das Argument des Trinkgelds. Es sind schon so gute Löhne. Also das sind. Warum haben wir das Image der geringen Löhne? Weil natürlich viele Betriebe auch nur dadurch überleben konnten, weil es früher was schwarz gemacht haben. Und weil die Mitarbeiter auch früher gesagt haben, ich möchte lieber geringfügig angemeldet sein und 500 Euro drauf haben, schwarz. Das spiegelt sich dann im Lohndurchschnitt wieder.
Und das ist das Argument. Das gibt es jetzt mit der Registrierkassenverordnung, gibt es das nicht mehr so. Mhm. Dafür setzt das Wirtesterben ein, weil bei uns die Wertigkeit auch für Produkte, für ein Essen nicht hoch genug ist, im Gegensatz zu Frankreich oder sonst irgendwo, wo man einfach dieses Lebenskultur auffasst und wo das Produkt selber auch schon ganz anders ist. Bei uns muss es ja hauptsächlich nur billig sein. Und viel. Und viel. Aber billig vor allem. Also das ist, manche reißen sich einen Haxen aus, wenn sie sich um 9 Euro ein Mittagsmenü irgendwo aberschnurren und dann weiß ich aber schon, dann, und gleichzeitig regen sie sich auf, dass sie nicht wissen, woher das Schweinefleisch oder das Buttenfleisch kommt. Mhm. Und das kommt meistens zu 99,9% irgendwo ganz billig daher. Und da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Und was kann jetzt die Politik eigentlich machen dagegen? Also was gibt es tatsächlich für Maßnahmen, wo du sagst, wenn man das machen würde, könnte man dem entgegenwirken? Indem, dass wir in jede Schule in jedem Kindergarten eine eigene Küche hineinbauen, dass die sich selber kochen, dass von klein auf die jungen Menschen ein ganz anderes Gefühl bekommen für Essen. Weißt du, was ein Schulessen kosten darf in Kärnten? 2,36 Euro, nicht mehr. Was willst du um 2,36 Euro Vernünftiges einem Kind geben? Mhm. Und das wird ja meistens auch zentral gesteuert. Wir wissen ja, wer der größte Kantinenketterer ist, der gehört der Raiffeisenbank. Also der Raiffeisenkasse, da brauchst du gar nicht lange nachdenken. Mhm. Also wir haben es, wenn wir was falsch zentralisiert haben, dann das. Wir hätten viel mehr dezentralisieren sollen. Schulküchen damit aus, also Schulen mit Küchen ausstatten, das ist in Frankreich. Ich kann dir zeigen, was dort ein Wochenspeiseplan ist. Und dann gibt es für die Kleinstkinder schon ein Käsebuffet danach. Darum haben die so großartige Käsekultur. Darum haben die auch so eine großartige Fleisch-, Gemüse- und Fischkultur. Weil sie ein Verständnis für Essen haben. Ja, weil sie ein Verständnis und ein Bewusstsein dafür haben und wissen, das ist nicht umsonst. Ich meine, in England hat das ja Jimmy Oliver probiert mit den Schulkantinen. Dem Schulessen. Der hat sich damals von den Franzosen abgeschaut. Und ist genau nach hinten losgegangen. Naja, das kannst du jetzt auch nicht sagen. Es sind die Briten. Ja, aber das kannst du auch nicht sagen. Jedenfalls, die Kinder, glaube ich, wachsen gesünder auf und bewusster. Ja, wobei, ich meine, das ist immer mein Thema. Ich glaube, dass in England, dass du sowieso ein anderes Angebot hast als bei uns auch an Gemüse. Mein Großvater ist 103 geworden, der hat jeden Tag 5 Gemüse gegessen, immer. Das war ganz normal für ihn. Ja, wenn es bei uns jeden Tag 5 Gemüse isst, wirst du auch 103. Glaubst du? Ja, mit Sicherheit. Okay, aber ich finde das Angebot... Was würdest du sagen, dass die Qualität... Die haben ein ganz Angebot an Gemüse. Nein. Finde ich. Wir haben ja... Warum haben wir kein Angebot? Weil es nur mehr 4 Handelsketten gibt. Ja. Ja, das ist ein Raumordnung, ein politisches Thema. Also das war ja in den 80er, 90er Jahren, haben wir gesagt, wir brauchen Supermärkte. Am Land muss überall ein Supermarkt. Wenn nicht einer, dann mindestens 3. Und wir brauchen Beschäftigung. Meistens sind es da die geringfügig Beschäftigten gewesen und gleichzeitig haben sie auf die Kinderbetreuung vergessen, die Politik. Aber Hauptsache, wir haben einen Supermarkt. Das hat sich dann konzentriert auf 4 Handelsketten und diese 4 Handelsketten bestimmen den Einkauf. Und darum haben wir nur mehr eine Apfelsorte und darum haben wir nur mehr eine Tomaten- oder 2 Tomatensorten. Mhm. Und vielleicht gibt es irgendwann einmal einen Ingwer oder sonst irgendwas oder ein neues, hippes Gewürz. Das haben aber dann auch alle 4. Das ist ein politisches Thema, das ist der politische Wille. Wenn man den Menschen zu viel vom Brutto wegnimmt, dann haben sie natürlich eine geringere Kaufkraft. Dann muss ich auf der anderen Seite schauen, dass das möglichst billig ist, weil sonst würden sie rebellieren. Sozusagen eine landwirtschaftliche Gelbwestengeschichte in Österreich wäre eher mal nicht schlecht. Eine Produkt. Ich habe letztens mit meiner Mutter versucht zu übersetzen, was diese Gemüse, die ich halt aus England kenne, von meinem Opa, was das bei uns ist, aber wir sind nicht so weit gekommen und wieder aufgehört. Da gibt's also, wo findest du, wer kann von uns, also auch eben, das fängt ja schon einmal in der Schule an. Dann meistens haben die Eltern auch keine Zeit zum Kochen oder keine Lust oder sonst irgendwas, aber wer macht zu Hause... Wer tut Artischocken putzen, brät Artischocken an und hat dann die Artischockenböden und das ist das herrlichste Gemüse. Lustig, ich wollte gerade über Artischocken reden, weil ich halt eher, also war auch viel in Großbritannien und ich finde auch, dass es dort viel Gemüse gibt und auch am Markt viel Gemüse, aber da, wo ich es wirklich miterlebt habe und wirklich einen Unterschied gemerkt habe, war in Holland witzigerweise, wo ich ein Jahr gelebt habe
Und da habe ich jetzt gerade an Artischocken gedacht, weil dort gibt es wirklich auf jedem Markt ständig Artischocken. Und habe dann angefangen, mich mal mit Artischocken auseinanderzusetzen, weil bei uns gibt es, wenn du Glück hast, beim Spargourmet alle halben Jahre einmal zwei Stück. Ja, ja, eben. Und wenn man mit offenen Augen durch so Supermärkte geht, Gemüsemärkte gibt es eh schon fast nicht mehr. Ja. Ich war letztes Jahr mal, das in puncto Nachhaltigkeit hat mich das total fasziniert in Südfrankreich, auf so einem Markt, eine Vielfalt, unglaublich. Und auf dem ganzen Markt hat es kein einziges Plastiksackerl gegeben. Da kommen die Menschen mit Körben und Jutesackerl und dann staunen selber, kriegst du so einen Korb, wo es dein ganzes Gemüse reinschmeißt und dann wägen sie es ab und geben es dir dann in die Taschen. Mhm. Kein einziges Plastiksackerl. Wie klasse war das? Das hat mich eigentlich fasziniert. Das andere war ja schon logisch, weil die Franzosen... Ist das jetzt in Graz? Ich war jetzt das Wochenende in Graz und wir waren am Vormittag auch auf einem Markt und da ist mir das auch aufgefallen, dass ich kenne halt die Wiener Märkte, wo es dann trotzdem bei jedem... Overreißen, ja. Ja, kriegst halt immer dieses depperte Plastiksackerl mit. Kein Mensch hat dort ein Plastiksackerl gehabt. Jeder hat diesen Jutebeutel, jeder war... Also es hat wirklich ausgeschaut wie eben in Italien oder Frankreich oder sonst irgendwo und es war einfach so schön, das zu sehen, wo ich mir dachte, boah, ja... Und auch alles natürlich regional und das Kürbiskernöl vom Nachbarn und urschön. Jetzt haben wir lange über Essen geredet. Wir kommen auch immer wieder das Essen zurück, finde ich. Ja, ich kann auch eine gekünstelte Überleitung machen. Bitteschön. Weil Essen ist ja auch Kunst. Und wir haben auch schon darüber geredet, dass es tatsächlich ein kreatives Outlet ist für Leute, die es gerne machen oder die einen Bezug dazu haben. Genauso ist das eben mit der Kunst, mit der du ja auch eine sehr enge Beziehung hast. Und ich würde sagen, dass du uns einfach mal ein bisschen was erzählst, einerseits vom Stipendium, andererseits wie du deinen Zugang gefunden hast und nicht zuletzt ja auch selber, ich würde sagen, politische Kunst machst. Das meine ich nicht verlachend, sondern das meine ich tatsächlich so, dass du ja hier auch wieder irgendwie eine Leidenschaft in die Politik ziehst und damit was recht Sinnvolles machst, weil jedes Mal, wenn du politische Kunst gemacht hast, das ziemlich eingeschlagen ist, weil die Leute halt besser verstehen, was du meinst. Ich fange mal an zu Hause, wie ich da hineingewachsen bin und so. Es ist mir ganz wichtig, dass du was machst, was einen Sinn gibt. Und dass ich wollte nie so ein dumpfer Hotelier werden, der einfach gesagt hat, ich brauche jetzt ein paar Busse und ich brauche eine Auslastung und ist mir wurscht, welche Nation oder welche Kultur die Menschen sind, sondern ich muss mich selber wohlfühlen. Und dazu gehört immer, dass ich für bildende Kunst oder für zeitgenössische Kunst sehr viel übrig gehabt habe und sehr früh angefangen habe, Bilder zu sammeln. Die konnte ich mir nicht dann so leisten, sondern habe ich dann durch meine Arbeit finanziert bzw. eingetauscht. Habe dafür gekettet oder gearbeitet und dafür habe ich dann von dem Galeristen oder von dem Künstler ein Bild gekriegt und so ist das immer gewachsen. Dann habe ich mir dann, und ich lese irrsinnig gern und verschlinge Bücher, dann braucht man natürlich eine ordentliche Bibliothek, weil nicht so eine Bibliothek mit dem vergessenen Bücher der Gäste ausstatten, sondern das muss schon Hand und Fuß haben und da habe ich mir der deutschsprachigen Literatur gewidmet und so. Jetzt war das die Sinngebung schon in gewisser Weise eine Positionierung im Hotel und ich habe es geliebt und ich liebe es, mich mit Menschen auszutauschen, so auch Gesprächssalons zu führen. Also das, glaube ich, ist ja die Urform in der Gastronomie, dass man andere Menschen trifft, dass man Netzwerken tut, sagt man heutzutage, aber dass man sich auch austauscht und gemeinsam unterhält und gemeinsam auch hier irgendwas unternimmt oder über Kunst und Kultur spricht. Und dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, zu meiner Positionierung wird es jetzt ganz cool sein, wenn ich junge Literaten da hätte oder so. Und dann habe ich gesagt, ich preise das Sepp Schellhorn-Stipendium aus. Das war damals in der Zusammenarbeit und eigentlich eine Idee vom Handke-Lektor oder Thomas Bernhard, Cheflektor, Raimund Fellinger. Mach ein Literaturstipendium, da lädst du dann Literaten ein, die können bei dir 2 Monate wohnen. Also wir haben gegenüber so ein Künstlerhaus, wo mehrere Künstlerwohnungen drinnen sind. Und da wohnen halt die Literaten und die kommen dann herüber, halten sie da auf. Man sitzt mit Gästen zusammen, man hat einen großen langen Tisch, isst vielleicht gemeinsam, versucht die Welt zu verbessern oder sich über die Welt auszukotzen.
Und das kann ich den Literaten geben. Sie haben keine Verpflichtung, sie bekommen aber auch kein Geld. Jetzt kann man sagen, okay, es hat dann schon gewisse Literaten gegeben, die haben dann das Budget schon relativ im Alkoholkonsum beansprucht. Das hat es dann schon auch gegeben, aber das war dann irgendwie lustig und es hat auch jeden irgendwas gebracht. Und vor allem, jeder ist dann dazu begeistert. Und warum habe ich es gemacht? Natürlich fürs Hotel, aber weil ich natürlich auch den Literaten was zurückgeben, weil ich ihnen eine Chance geben wollte, in Ruhe irgendwas fertig zu machen oder in Ruhe ein neues Buch anzufangen oder in Ruhe beim Nichtstun darüber nachzudenken, was könnte ich als nächstes machen. Und die Wea Kaiser hat das gemacht, Gott sei Dank, mit der man auch, und es bilden sich ja dann großartige Freundschaften, die Valerie Fritsch, die Nina Bussmann, den Andreas Mayer, da gibt es viele, die eigentlich das schon alles genossen haben. Und das war so mein Zugang im Privaten. So, dann hatte ich das Glück, eben in den Nationalrat hineinzukommen. Und die Beate ist dann bald einmal nach Wien abduscht als Kultursprecherin. Hat dann in Wien den Wahlkampf gemacht und war ja dann im Gemeinderat oder Stadtrat oder wie man das immer nennt. Und der Nico Alm, dem bin ich nachgefolgt im Kulturausschuss. Und mich fasziniert Kultur, weil im Grunde genommen ist ja Kultur Politik, weil Kunst und Kultur setzt sich immer mit der Gesellschaft auseinander, setzt sich immer mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und setzt sich mit der Vergangenheit. Thomas Bernhard hat sich auch mit der Vergangenheit, mit den Nazis auseinandergesetzt oder der Wiener Aktionismus, mit der Gegenwart und mit der Zukunft auseinander. Also das heißt, Kunst und Kultur ist immer Politik, weil die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft da ist. Dann habe ich natürlich, um auch eine gewisse politische Relevanz zu haben, als Kultursprecher dann Werke hergestellt. Da wurde ich dann oder werde ich dann immer wieder von den wahren Künstlern dieses Österreich geschlagen, dass ich kein Künstler bin. Aber es macht mir Spaß, wenn ich zum Beispiel meine ganzen Überprüfungsbescheide zu Asche mache und mit Hilfe eines wirklichen Künstlers, dem Thomas Schrenk, dann eine schikanöse Kunst herstelle, also Bilder herstelle mit der Asche und so. Ja, das macht Spaß. Das sind die Momente, die mir echt Spaß machen in der Politik. Aber das merkt man auch. Und das ist auch, also ich meine, du kannst 23 Seiten Programm darüber schreiben, warum überbordende Bürokratie für kleine und mittlere Betriebe halsbrecherisch ist, oder du kannst genau ein Video machen mit dem, was du gemacht hast. Ja. Und damit, also ich wüsste auch nicht, wer sich anmaßen könnte zu sagen, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Und ich wollte das ist am Ende des Tages auch irgendwie dein Ding, ob du das jetzt Kunst nennst oder nicht. Weil es auf jeden Fall ist es Aktionismus und das ist, würde ich sagen, eben eine Kunstform, ja, die Menschen etwas näher bringt und ja, die eben eine Beschäftigung mit der Gesellschaft näher bringen. Und ich finde das auch so schön, wie du das eher eingeleitet hast, dass ja Kunst immer politisch ist oder dass es ja nur zwei unterschiedliche Sprachen für eine Beschäftigung mit unserem Sein, ja, genau, sind. Und ja, und da habe ich auch immer, wir sind ja eine kleine Partei und haben so wenig Geld und so, und immer wieder Kunst gemacht und die haben wir dann immer wieder verkauft, damit wir sozusagen Einnahmen haben. Und das von dem Gartenschlauch, dem Wawrik-Schlauch, wie er heißt, bis zur schikanösen Kunst und den geschredderten, die geschredderte Rauchergeschichte, also die geschredderten Unterstützungs- oder wie hat das? Volksbegehren-Unterschriften, die wurden ja alle geschreddert und die haben in Lack gegossen und so, das war dann alles. Ja, jetzt gibt es dann bald die goldene Daumenschraube. Kannst du das exklusiv bei uns im Podcast anteasern, worum es bei der goldenen Daumenschraube ja geht? Ja. Ich wollte, bevor du es noch erzählst, wollte ich kurz, weil du das gesagt hast, noch was fragen dazu. Und zwar, ist Kunst nur dann Kunst, Danke. Wenn andere Künstler sagen, dass es Kunst ist? Ja, das hat mich auch erstaunt. Also diese Diskussion, die hat mich wahnsinnig erstaunt, dass Künstler anderen vermeintlichen Politikern oder Unternehmern sagen, du bist kein Künstler. Also Kunst ist frei. Und das ist eigentlich ein freiheitsliebendes Element. Und Kunst endet nur dort, wenn man beim Strafgesetzbuch aneckt, sozusagen. Ich würde mir nie anmaßen zu irgendwen sagen, was er ist oder was er nicht ist. Das hat was mit Toleranz zu tun. Und ich glaube, Künstler sind nie tolerant, weil sie müssen ja ihr Ding, ihre Sache verteidigen.
Und sie müssen ja darauf pochen, sozusagen das händeringend auch durchzubringen, ihre Philosophie, ihren Gedanken. Und das muss man irgendwie verstehen, ich bin ja ein toleranter Mensch. Außerdem ist das mit den Schubladen eh schwierig in der Kunst wie in der Politik. Ja, und jetzt ganz exklusiv. Trommelwirbel, es wird jetzt dann eine sozusagen Weihnachtsaktion geben, wer noch keine großen Geschenke hat. Es könnte was sein. Fertigstellung ist in der ersten Dezemberwoche die goldenen Daumenschrauben. Das ist großartig. Da mache ich wieder was Neues. Ich habe ja jetzt sozusagen selbstgemalenes Bild mit und dann habe ich ein Bild mit einem Stück Gartenschlauch gemacht, dann die Acrylgeschichte im Aschenbecher und jetzt kommt eine Statue, eine kleine. Nicht? Mhm. Was ist die Geschichte hinter der goldenen Daumenschraube? Die Geschichte hinter der goldenen Daumenschraube ist, dass wir in Österreich so wahnsinnig viele, also wenn ich in meinem Unternehmen, ich mache nur eine Dienstleistung, das ist eigentlich die touristische Dienstleistung, aber ich brauche 7 Gewerbescheine. Und wir machen das jetzt mit Gewerbescheinen und das sind die Daumenschrauben und das Gewerberecht. Das hat was mit der Wirtschaftskammer zu tun. Es ist blöd, wenn man nur 2 Daumen hat für 7 Gewerbescheine. Ja, ja. So schön zusammengefasst, Rani. Einen Kunstfehl gab es auch. Vielleicht bin ich schuld. Was? Die Mozartkugeln. Ja, die haben wir. Manches ist schöner Scheitern. Ja. Wir hatten eine gemeinsame Idee. Nein, du hattest eine eigene Idee und ich sollte es auf den Weg bringen. Und dann habe ich schon, wollten das in Salzburg machen und ich habe das in Wien einmal ausprobiert und bin kläglich daran gescheitert, habe es dem Sepp gesagt. Er hat gemeint, es läge nur daran, dass ich es nicht richtig mache. Aber dann das müssen wir jetzt nicht da näher erörtern. Aber ich sage dir, ich sag dir daran, was es gelegen ist, weil die neuen... Weil es Plastikscheiben sind, ja, genau. Keine Glas. Ja, genau. Madame? Okay. Ja, wir haben jedenfalls uns darin geendet, dass ich, glaube ich, eine halbe Stunde lang Mozartkugeln geföhnt habe. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Mehr ist, wir breiten den Mantel des Schweigens darüber. Du hast 2 Menschen erwähnt oder 2 Künstler erwähnt gerade. Der erste wird dir besser liegen, weil es dann der Lebensmensch ist, wie andere Politiker gesagt hätten vielleicht, ne? Na, Lebensmensch, er hatte einen Lebensmenschen, das war die Frau Stavianische. Bernhard begleitet mich, ja. Ich liebe ihn zu lesen, ich liebe seinen Witz und die ganzen gescheiten Sachen. Und er war ein großartiger Beobachter und ein großartiger Kommentator der österreichischen Gesellschaft. Ich weiß auch, dass du ihn ganz großartig verehrst und ich kann dem natürlich auch was abgewinnen oder ich weiß einfach, wie wichtig der war. Was mich an Thomas Bernhard wahnsinnig irritiert und auch an dem Gedanken an dir mit ihm, für mich ist der so wahnsinnig zynisch, hart und meidet das Sentimentale wie der Teufel das Weihwasser. Und jetzt bist du ja, würdest du dich ja auch als, wie hast du mal gesagt, Grummel, nein. Grantler. Nein, was viel Schöneres. Ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall eine Grummelbär, sage ich jetzt, einschätzen. Aber am Ende des Tages hast du auch was sehr Sentimentales, Emotionales. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wie du da den Zugang findest zu jemandem, der das eigentlich gar nicht hat. Oder? Das wissen wir nicht. Also ich habe ihn nie kennengelernt. In dem, was wir von ihm greifen können. Ja. Er hat es ja niedergeschrieben. Also ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt, aber ich glaube, dass das auch ein Schutzmantel war für ihn. Also wenn man nachlesen kann, man ja, wie er aufgewachsen ist, bei wem er aufgewachsen ist, also wo er geboren wurde, bei wem er dann aufgewachsen ist und wie das auch in seinem Lebenslauf so war. Also da gab es natürlich keine Parallelen, aber gewisse Parallelen gibt es schon. Das ist zwar anmaßend zu sagen, aber ich habe auch so eine Schutzmantelfunktion. Und dann habe ich halt einen weichen Kern. Und ich fürchte mich ja im Grunde genommen auch vor Menschen. Das ist ja ganz was Absurdes. Ne? Das ist ja fast schon schizophren. Im Tourismusbetrieb, wo viele Menschen sind, eine Skihütte, wo 1500 Leute Mittag essen oder so. Und das hat schon, da gibt es ein paar Parallelen. Ne? Ja, aber das hörst du jetzt vielleicht nicht gerne, aber das ist ja sensiblen Menschen oder People's People allgemein, dass sie gleichzeitig sehr extrovertiert und introvertiert sind. Ja, das höre ich auch gerne. Ich kämpfe mit mir selber. Also
ich würde nicht sagen, ich kann nicht damit umgehen, aber ich kämpfe mit mir selber. Ich kämpfe zum Beispiel mit mir selber, dass ich in eines meiner Restaurants gehe, wo das Restaurant schon voll ist. Also ich kann nur ins Restaurant gehen, wenn noch keine Menschen da sind. Dann bin ich der richtige Gastwirt. Wenn das Restaurant voll ist und ich komme jetzt von Goldeck nach Salzburg und in Salzburg ist es voll, Mittag oder am Abend, dann mag ich nicht von Tisch zu Tisch gehen. Da habe ich Angst vor Menschen. Ich wollte mich fragen, wie die Angst vor Menschen, wie du das meinst. Ja, also Respekt oder so. Da weiß ich nicht, wie ich mich verhalten soll. Störe ich? Will ich stören? Schüchtern. Ja, schüchtern. Ich kenne das nämlich von mir auch. Es wird mir nie jemand attestieren, dass ich schüchtern oder introvertiert bin. Ja. Aber ich würde was ganz Ähnliches sagen und vielleicht ist eine Erklärung dafür, dass du, wenn du von Anfang an da bist, eine Stimmung mitkriegst oder aufsaugen kannst und wenn du in eine bestehende Situation hineinkommst, kein Gespür hast für die Stimmung oder für die Energien, die da fließen. Ja. Ich glaube, beim Wort hineinkommen ist es genau das richtige Stichwort, weil wenn schon Leute da sind, dann dringst du quasi in ihren Bereich ein. Aber wenn du zuerst da bist, dann sind sie diejenigen, die zu dir kommen. Und ich glaube, da, also zumindest bei mir, liegt da, glaube ich, die Grenze. Ich kann mit Leuten viel mehr, wenn ich zuerst da bin, und wenn sie zu mir kommen. Ja, richtig, so ähnlich ist das bei mir. Ja. Jetzt mache ich hier jetzt diese Überleitung. Ja. Weil, ich meine, wir haben jetzt genau dieses Spannungsfeld irgendwie gehabt zwischen Kunst, Kultur und einer politischen Meinung. Und als die interessante Frage, vor allem als Kultursprecher, wie viel Einfluss darf die Politik auf Kultur haben? Und das ist nämlich weniger ideologell als finanziell. Oder soll sie auch haben? Ja, das ist eine hochspannende Frage. Ich glaube, dass die Politik sich vor allem von der Kultur fernzuhalten hat. Bei jeder Besetzung von Bundestheatern, Holdings etc. sollte sie vor allem besetzungsfrei agieren können, von einer Jury besetzt, die auch hier nicht ideologisch gebrandmarkt ist. Dann kommt es dazu, wie gehen wir mit der jungen Kunst um, wie gehen wir, fördern wir junge Kunst und wie fördern wir den künstlerischen Bereich. Und da stellen wir sehr schnell fest, in Österreich gibt es wahnsinnig viele Förderprogramme und Doppelgleisigkeiten und ein Gießkannenprinzip, vor allem in der Kunst, im Kunst- und Kulturbereich. Und da werden Abhängigkeiten geschaffen. Also ich glaube, und das ist auch kulturpolitisch von mir so gemeint, dass wir hier eine andere Richtung einschlagen müssen und es schon die Bereitstellung geben muss für Atelierförderungen, für Open Spaces, für all diese Bereiche, wo sich Kultur oder Kunst entfalten kann. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir ein Bekenntnis dazu haben, wie fördern wir Exzellenz. Eine Bundeskulturstiftung, ein Thema wie die Pro Helvetia, das auf österreichischen Boden zu etablieren, das wäre schon ganz großartig. Und das wäre ginge in eine ganz andere Dimension. Kannst du für uns mal kurz erläutern, was das ist? Eine Bundeskulturstiftung. Das heißt, hier werden vor allem Künstler gefördert, mit denen man große Ausstellungen beschickt in der ganzen Welt und nicht nur in Österreich. Wir haben jetzt ein komisches System mit Außenkulturstellen, die von der Wirtschaftskammer betreut werden oder von dem Außenministerium, aber wo eigentlich keine konzertierte, kuratierte Richtung stattfindet. Das ist undurchschaubar und das ist meistens auch politisch besetzt oder wird politisch entschieden und die wollen wir entpolitisieren. Und das würde ich mir für die österreichische Kunst- und Kulturszene sehr wünschen. Das heißt, noch einmal, unten Theaterräume, Proberäume, Ateliers etc. bereitstellen. Es braucht auch eine steuerliche Absetzbarkeit für Ankauf von Kunst. Mhm. Die gibt es nicht. Das ist auch wichtig. Das wäre das beste Fördermodell. Dann weggehen vom Gießkannenprinzip hin in eine strukturierte Förderung. Also vor allem die Literaten, das habe ich auch eingangs erwähnt. Also wenn man sich den Literaturförderkatalog anschaut, dann bladelt man hinterher noch, dann schaut man, wie viel hat die W.R. Kaiser gekriegt, wie viel hat der Klavinitsch gekriegt, der hat seinen neuen Computer gekauft, dafür hat er 500 Euro gekriegt. Das sind doch alles Almosen und das ist nicht mein Ding. Und mein Ding ist generell, dass wir ein anderes Verständnis haben für Kunst und Kultur. Wir haben nicht einmal einen eigenen Minister. Und die Franzosen als Kulturnation mit dem Jacques Lang haben das großartig hinbekommen. Die haben eine Kulturnation, ein national ist ein falsches Wort, aber ein Kulturbewusstsein. Mhm.
Und bei uns schwimmt das immer irgendwie so mit. Das würde ich mir wünschen, dass das in Österreich, dass sich das verdient hätte, bei all dem, was wir leisten, bei all dem, was die Kunstschaffenden leisten, von Bundesmuseen bis Bundestheater, bis zur Oper, bis zum auch zum Volkstheater, dass die sozusagen ein Gesicht bekommen, der was von der Sache versteht. Ich glaube, ich habe ein bisschen eine Abschlussfrage dazu. Ja. Und zwar, wenn irgendwann deine Zeit in der Politik vorbei ist und du sagst, ich gehe wieder zurück nach Salzburg oder bleib jetzt wieder Hotelier, Gastronom, wirst du dich irgendwann zurückziehen und wirst ein Buch schreiben? Werden wir irgendwas von dir lesen irgendwann einmal? Also außer Reden und... Wer wünscht dir das nicht? Also wenn wir alle vier, glaube ich, wenn wir jetzt da sitzen und sagen, jeder würde ein Buch schreiben. Ich nicht, vielleicht kann ich direkt schreiben. Also das verspreche ich, vielleicht kein Buch schreiben. Das gibt es ein Lektorat. Das ist wurscht. Also ich kann ja sagen, welche Schriftsteller die größten Legastheniker waren. Das ist alles komplett wurscht. Also jeder von uns, glaube ich, will ein Buch schreiben. Viele da draußen, die auch den Podcast hören, denken sich, ich würde wahnsinnig gerne ein Buch schreiben. Ja, natürlich wünscht man sich das. Mhm. Und natürlich möchte man das auch machen. Ich denke mir das auch oft. Wir fangen mit einer Geschichte an. Mhm. Aber ich mache mir schon immer so brav die Notizen. Mhm. Ich habe jetzt ein wahnsinnig schönes Buch gelesen. Das lese ich eigentlich oft, wenn ich depressiv bin oder so. Und das baut mir immer auf. Das lese ich jetzt schon zum dritten Mal. Das Buch vom Süden, vom Audrey Heller. Ja. Und der war so witzig und so blumig und so mit einer wunderschönen Sprache und so schön ausgeführt beschrieben wurde. Und das holt mir dann aber wieder hervor. Und dann denke ich mir, wenn ich sowas lese, sowas schaffe ich nie. Aber mit Sicherheit, wenn ich aus der Politik weg bin, 2022 habe ich dann den Seehof übergeben an meinen Sohn Felix. Der macht das, Gott sei Dank, das ist ein großes Glück. Und dann werde ich irgendwas anderes machen. Werden wir sehen. Also ich würde da jetzt auch gar nicht so tief stapeln. Zumindest lyrisch habe ich dich schon mal gehört, in der Schnelle. Und du meinst bei einem Poetry Slam, ja? Da hast du schon eine Gabe dafür und deine gelegentlichen weihnachtlichen Lesungen. Ja. Ich glaube, bisher nichts Eigenes gelesen. Nein, nichts Eigenes, ja. Aber ja, du hast stimmt. Schon ein... Ja, ich mag das. Ja? Hm. Und ich würde auch gerne was von dir lesen. Schauen wir mal, vielleicht in ein paar Jahren. Mord im Parlament. Nein, das ist zu banal. Deswegen habe ich es gesagt. Ja. Wobei die Claudia Gamon und ich haben irgendwann einmal einen Groschenroman im Parlament konzipiert. Das wäre eigentlich ganz witzig. Also wir haben jetzt ganz viele deiner Rollen betrachtet. Ich glaube, also meine letzte Frage für jetzt wäre, was wünscht sich der Politiker Sepp Schellhorn von der Politik noch? Beziehungsweise wir haben ja grundsätzlich die große Frage nicht wirklich beantwortet. Was war jetzt die große Frage? Ja. macht das einen Unterschied, Berufspolitiker zu sein? Mhm. Oder? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, ja, weil das hat auch den Nico Alm und mich so zusammengeschweißt. Wir können jeden Tag aufstehen und gehen und in unser normales Berufsfeld zurückkehren. Und sofort arbeiten und es geht alles normal weiter. Die meisten, die da drinnen sitzen, denken sich, ich muss das jetzt irgendwie machen, wenn ein Geld oder damit in Angst steht oder ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Oder ich mache jetzt einen privaten Beratungsdienst und für irgendeinen Scheiß. Sondern wir bringen ja das Leben, das unternehmerische Leben und die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter in das Plenum hinein. Und können sofort in der Sekunde auf der Fersen dort unten umdrehen und sagen, ciao, danke, ich weiß, ich gehe jetzt wieder zu denen zurück, die hier das Leben hereingebracht haben. Und das ist dieser Aspekt von Freiheit, ungebunden zu sein. Und es läuft auch innerparteilich nicht immer alles rund. Also man eckt ja hier und da und oben und unten auch an. Und früher war es der Chef, jetzt ist die Chefin oder umgekehrt. Und manchmal stellt man sich die Sinnfrage. Und das Gute ist, dass ich immer entscheiden kann, ob ich gehe oder bleibe. Und solange ich bleibe, muss ich mich voll dafür einsetzen und das begründen, warum ich bleibe. Weil ich einen Spaß dran haben möchte und weil ich auch als kleiner, einfacher Oppositionspolitiker der festen Überzeugung bin, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass es für die nächste Generation besser wird. Und das ist mein Ansporn. Und darum mache ich es. Ich mache es nicht wegen mir, weil
Ich habe weder einen finanziellen Vorteil noch sonst irgendwas. Ich habe eher einen Nachteil, weil ich zu wenig in meinen Betrieben bin, zu wenig mit meinen Mitarbeitern zusammen und beziehungsweise Mitarbeiter anstellen muss, die meine Arbeit kompensieren. Also das geht sich sowieso mit dem Lohn nicht aus. Aber es ist mein Anspruch, wenn du die Chance erhältst, in der Politik einen Beitrag zu leisten, dann ist es deine verdammte Pflicht, diese Chance beim Schopf zu packen und auszuüben. Auch wenn es nur temporär ist. Und das Gute ist, bei uns gibt es immer ein Fenster oder einen Tunnel und das Licht am Ende des Tunnels, das dauert maximal, diese Tunnelfahrt kann 10 Jahre dauern, maximal. Nur du musst dann aufpassen, dass das Licht, das du siehst, nicht der Zug ist, der dir entgegenkommt, sondern das Licht ist, wo es dann vorbei ist. Ja, es macht wahnsinnig viel aus mir, dass ich das machen darf und nicht machen muss. Und ich würde mir viel mehr von diesen Unternehmerinnen und Unternehmern im Parlament, ist ganz wurscht, von welcher Farbe, welcher Partei, wünschen, damit wir endlich verstehen, um was es geht. Weil um was geht's? Den Mitarbeitern wird viel zu viel weggenommen und wenn man das so mitkriegt, für was alles Geld da ist und ausgeben wird, dann fragt man sich, und warum nehme ich das alles den Menschen weg? Und dann sage ich, sie können sich keine Miete mehr leisten oder sie können sich kein Eigenheim mehr leisten. Dann kommen so hirnlose Argumente des du Neoliberaler, du. Und so. Dann ist immer meine einzige Frage, sag mal, neoliberal jetzt in Ansatz. Ich will, dass meine Mitarbeiter besser geht, damit sie mehr verdienen, damit sie sich ein Eigenheim leisten können. Dazu brauchen wir möglichst viele Wohnungen. Und was ist jetzt neoliberal? Dieses immer gegenseitige Auseinanderspielen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ein völliger Schwachsinn. Das ist noch aus dem 20. Jahrhundert. Das ist noch der alte Sozialpartner-Klassenkampf und der interessiert mich eigentlich nicht. Und die Mentalität muss sich so ändern, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben, dass wir nur einen Planeten haben, alle miteinander irgendwann einmal Kinder oder Nachfolger haben werden und für die müssen wir das Beste machen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Oder einen Spaß in dieser Welt haben. Das ist schön. Jetzt kann die Brenda ihre Abschlussfrage stellen. was würdest du dir selbst als Politiker noch irgendwie mitgeben und sagen, das möchte ich noch machen? Einen spürbaren, einen Pflock einzuschlagen und sagen, das ist der Scheller am Pflock, der hat da mit dem einen Beitrag dazu geleistet. Dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet, sondern zueinander wächst. Wir sind wieder am Ende angelangt. Es war irrsinnig spannend. Vielen, vielen Dank. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Und zwar, gibt es noch etwas, was du uns gerne noch sagen möchtest oder den Hörerinnen und Hörern vor allem sagen möchtest, was du jetzt bis jetzt noch nicht gesagt hast? Scheißt euch nichts. Lebt's. Ich meine, das kommt mir auch immer. Wir wachsen ja in gewissen Kulturkreisen, Konventionen auf und das mit der Religion, das macht mich immer narrischer und mit dem Schuldgefühl und dem schlechten Gewissen, das ist das einzige, das ist das bestfunktionierende Businessmodell der Welt. Darüber würde ich jetzt urteilen. Ja. Und das quält mich. Und das ist so, das wie ihr habt es ja schon in Zeichentrickfilmen gesehen, der kleine, der gute Teufel, der Engel und der Teufel. Und bei meinen Autofahrten spiegelt sich das immer wieder und ich will so gern leben und ohne schlechten Gewissen auf weiterleben. Und ich würde es gern irgendwie weitergeben, sozusagen pfeift es auf das. Wir gingen alle irgendwann einmal ein, aber leben wir und haben auf dem Putz, so wie wir kennen, und das muss jetzt nicht einmal finanziell sein, sondern einfach viel mehr glücklich und lachen. Und das will ich den Menschen mitgeben. Und scheißt euch nichts. Schön. Ich habe jetzt noch, also ich habe noch einen Part. Danke mich für die Zeit, dass du die Zeit genommen hast und für die vielen Gedanken. Ich habe es wirklich toll gefunden, dir zuzuhören, weil es schon ein bisschen die Augen öffnet über manche Themen, über die man vielleicht nicht so nachgedacht hat. Weißt du, dass ich das wahnsinnig gerne, also ich habe mir das gewünscht, dass ich so beim Podcast mitmachen darf und dass ich das bei euch machen darf, das freut mich ganz besonders. Du darfst gerne wieder mitmachen, wenn du möchtest. Ja, wir können dann mal über Religion diskutieren. Genau, weil wir diskutieren gerade, wir machen gerade einen Termin mit Nico Alm aus. Ja. Vielleicht könnte man mal ein Gespräch mit euch beiden machen. Ja. Danke auf jeden Fall für die Zeit. Wir haben viel zum Nachdenken. Und die allerletzte Frage hatte Fanny diesmal. Ja, ich glaube, ich stelle sie zum ersten Mal. Ja. Wie trinkst du deinen Kaffee? Entweder mit Milchschaum und ohne Zucker oder Espresso. Und ich trinke wahnsinnig viel Kaffee. Und ich bin wahnsinnig hackel beim Kaffee. Und du bist wahnsinnig was? Heikel. Ach so. Hackel habe ich verstanden. Hackel.
Aber ich trinke keine dieser Kapselkaffees. Das ist auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit. Und Cappuccino, Halbautomaten, vorwiegend Halbautomaten, Vollautomaten sind ein Schaß. Geiler Schaum, ich bin ja Barista, also ich kenne mich da aus in der Geschichte und ich trinke so viel. Ich wollte auch gerade sagen, du machst nämlich auch einen guten. Ich habe ja bei der Frage, wo ich den besten Kaffee getrunken habe, deine Betriebe genannt. Danke. Abschließend möchte ich noch sagen, weil ich es vorher nicht gesagt habe, alle Leute, die noch nicht in Goldegg waren, sollten unbedingt mal fahren, weil es ist wirklich toll dort. Es ist wie ein Zuhause. Ich habe mich so wohl gefühlt, das Essen war so toll und es ist so schön. Also unbedingt mal den Seehof in Goldegg besuchen. Auch egal zu welcher Jahreszeit, das muss man vielleicht auch immer dazu sagen, weil man denkt Salzburg und denkt Skifahren, aber es ist kein Skihotel. Nein, es ist gar nichts. Es ist ein anderes Hotel. Es ist sinnstiftend. Und es ist. Die Susi wurde mal gefragt von irgendeinem Journalisten oder irgendwem, was kann man bei euch tun? Und sie hat gesagt, nichts. Und das ist eigentlich die schönste Aussage überhaupt. Warum muss man irgendwo hinfahren, wo man was tun muss? Gar nichts tun. Deswegen fahrt man irgendwo hin. Mhm.